Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier seht ihr meinen neuen Stall. Und in diesem Video geht es auch um meinen Stall und um mein Equipment. Weil das haben mich nämlich ganz, ganz viele gefragt, ob ich einfach mal mein ganzes Equipment zeigen kann und meinen Stall und so, bla bla bla. Und ja, jetzt habe ich einen neuen Stall. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch das jetzt hier. Da hinten ist Amigo, aber den sieht man jetzt nicht. Deswegen stelle ich jetzt erstmal alle meine Pferde vor und dann kommen wir zum Equipment. Das ist Amigo. Den kennt ihr ja schon. Ihn habe ich seit 2020 circa. Das genaue Datum weiß ich nicht. Ja, er ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter, aber ich liebe ihn trotzdem noch. Das ist Coco. Also eigentlich habe ich alle Pferde nach Amigo erst seit diesem Jahr. Also sage ich da jetzt nicht bei jedem Pferd. Ich habe seit 2023. Genau. Beim Cyril Cup habe ich eine Schleife mit ihr gewonnen. Fürs schönste Hobbyhaus. Wundervoll. Das ist Winnie, den habt ihr noch nicht so krass oft jetzt gesehen. Er hat hier eine Schnippe, hier einen Stern und hinterm Ohr nochmal ein kleines Abzeichen. Das ist Coffee. Coffee habt ihr noch gar nicht gesehen. Coffee habe ich nämlich erst gestern fertig gemacht, also am 4. August. Ich nehme das Video gerade hier am 5. August auf. Ja, sie ist richtig niedlich. Sieht hier eine Blässe runter. Sie ist mit Coco zusammen mein Dressurpferd. Amigo und Winnie sind meine Springpferde und Coco und Coffee sind meine Dressurpferde. Und das ist Ori. Ori habe ich auch am Styria Cup gekauft von KT Orkan. Und er ist mein Vielseitigkeitspferd, also ich mache mit ihm alles ziemlich Springen und Dressur und das, was man halt so macht. Kommen wir jetzt weiter mal mit den ganzen Halftern. Ich hätte gesagt, wir fangen direkt wieder bei Amigo an. Das ist Amigos Halfter. Das ist hier grau und so rot unterlegt. Der Strick ist natürlich auch passend dazu. Dann haben wir hier Kokos Halfter. Das ist hier blau mit weißem Flausch unterlegt und hier auf der Nase ist so Glitzer. So sieht der Strick aus. Der hat hier hinten so Leder. Das ist dann auch nochmal Kokos Halfter. Koka 2 Halfter. Das hier ist rosa mit so einem Nasenriemen. Das ist der Strick dazu. Genau, so sieht das aus. Winnie hat noch keinen Halfter, Coffee auch noch nicht. Und das von Ori ist das hier. Das ist so braun, flüschig und das ist der Strick dazu. Machen wir mal weiter mit dem ganzen Putzzeug, was ich habe. Ist nicht sonderlich spektakulär. Die meisten Sachen, also das, was ich am meisten eigentlich benutze, ist diese Haarbürste, die keine Borsten hat, sondern eigentlich nur so komisch ist. Die ist richtig gut, um Felltrigger wegzumachen. Hier noch eine Mähnenkamm. Damit sollte man jetzt nicht auch wirklich durchbürsten, aber so ein bisschen halt hier durch, dass die Mähne so ein bisschen gerade wird. Aber so wirklich durchbürsten jetzt nicht, weil sonst kann es sein, dass das Pferd Haare verliert. Die auch. Oder die verwende ich nicht so krass oft, nur manchmal. Die verwende ich eigentlich fast gar nicht. Keine Ahnung. Das sind, by the way, alles so Putzzeug von früher, als ich ein Kind war. Also als ich noch ein Baby war, habe ich die früher mal benutzt für echte Pferde und so. Ja, jetzt ist es halt mein Hobbyhousing-Zeug. Ein Hufauskratzer, wieso auch immer. Und noch hier eine Bürste, die benutze ich auch recht oft. Wobei ich... Die habe ich früher ganz oft benutzt, mittlerweile benutze ich aber am meisten die Haarbürste. Mein Werkzeug. Das ist normalerweise noch so ein Spray, der riecht einfach gut, keine Ahnung. Mache ich manchmal vor Turnieren drauf, damit meine Pferde gut riechen. Mähnengummis. Ganz wichtig, das sind einfach diese Loom Bands, mit denen man früher 2016 oder keine Ahnung wann das war, einfach immer diese Bänder gemacht hat. I don't know, wann das war, in welchem Jahr. Ich habe es vergessen. Jetzt muss ich alles wieder reinräumen, ey, gar keinen Bock. Machen wir hier unten weiter mit dem ganzen Zeug. Hier habe ich meine Trensen und dahinter sind noch so Boxen. Und da habe ich auch noch was drin. Starten wir gleich damit. Eigentlich ist hier in dem Fach das Vorderzeug, aber das hatte ich gerade in meiner Hand. Wohlgemerkt. So sieht das aus. Das hier kommt um den Stock. Das hier ist dann quasi vorne bei der Brust und das ist das, was man dann vom Reiter aus sieht. Das kann man auch wechseln, theoretisch. Also das kann man hier rausmachen und halt auch verstellen, logischerweise. Und hier habe ich dann hier noch so zwei Flauschdinger. Die kann man mit diesen Dombands hier an die Zügel dran machen. Und dann sind die Zügel halt so flauschig vorne.
Dann habe ich noch zwei Gärten. Eine Dressurgerte, die ist ein bisschen dicker und hat da vorne halt eben so ein Flüschi und Glitzer. Und eine Springgerte, die ist ein bisschen dünner. Und die kann man hier hinten auch so zumachen zum Beispiel. Dann kann man die hier nicht verlieren, außer es geht auf. Da sind meine Zügel und meine Gebisse drin. Das hier ist einmal das D-Gebiss von Coco, weil Coco hat ja ein übertrieben großes Maul. Deswegen hat die ihre eigene Trense. Hier habe ich dann noch blaue Zügel, braune Zügel und hier oben liegen noch Lederzügel, aber die sind ein bisschen dick, deswegen werde ich die, glaube ich, nochmal neu machen. Oder es sind halt einfach meine Dressurzügel, weil ich mag das bei Dressur ehrlich gesagt lieber, wenn die Zügel ein bisschen dicker sind. Ja. Die lagen nur da oben, die habe ich vergessen reinzutun. Das ist die zweite Box, also meine Nasenriemen und Stirnriemen drin. Das ist hier passend zu den Zügelflauschi-Dingern ein flauschiger Nasenriemenaufsatz quasi. Den kann man hier mit so Glätt einfach auf die Nasenriemen drauf machen oder auch als Genickstück. Hier haben wir dann Kokos Stirnriemen. Ja, Coco hat tatsächlich auch ihren eigenen Stirnriemen, weil das ist jetzt hier mal ein normaler Stirnriemen. Man sieht den großen Unterschied, den Größenunterschied ganz gut, dass Coco ein bisschen sehr großen Stirnumfang hat. Also ja, der ist hier mit rotem Glitzer. Dann habe ich hier einen mit weißem Glitzer. Einen braunen mit so goldenen Glitzerpünktchen. Einen schwarzen mit so Glitzersteinchen. Noch einen braunen, langweiligen, normalen, ohne Glitzer. Benutze ich aber auch nie, weil er langweilig ist. Das sind meine zwei Decken. Die habe ich ja in einem Video mit euch zusammen gemacht. Schaut euch das unbedingt an da oben. Die ist innen flauschig und außen so schwarz. Die hat hier zwei Bänder und dann kann man die hier mit so einer Schnalle halt zumachen und auch ein bisschen enger machen. Und die hier ist so, die kann man umdrehen, also da kann es entweder das innen oder das innen. Die ist hier mit so Dingern zugemacht, mit so Schnallen. Sie ist halt deswegen leider nicht verstellbar, aber dadurch, dass das dehnbarer Gummi ist, passt es auch ein bisschen größeren Hobbyhorses, weil man es halt eben noch dehnen kann. Sonst habe ich hier hinten nur noch eine Urkunde vom Styria Cup. Genau, mehr dann aber auch wieder nicht. Weiter geht's mit den Trensen, also mit den Zaumzeugen und alles, was ich so habe. Wir starten hier. Das ist ein Hackamore. Das kann man hier am Nasenriemen verstellen. Hier oben kann man es verstellen. Und hier beim Zumachen kann man es auch noch ein bisschen verstellen. So sieht das aus. Da sind gerade keine Zügel und auch kein Stirnriemen drauf. Das ist einfach nur die Trense so. Das ist eine, keine Ahnung, was für eine Trense. Es sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine High Jump, aber irgendwie doch nicht wie eine High Jump. Also ich habe keine Ahnung, was das für eine Trense ist. Es ist einfach irgendeine. Ich finde die eigentlich ganz schön. Da ist gerade ein brauner Stirnriemen mit blauen Glitzer drauf. Braune Zügel. Und hier dieses Gebiss. Keine Ahnung, was das für ein Gebiss ist. Die kann man auch hier oben verstellen. Weiter geht's mit einer gekauften Trense von Katayami. Da ist so ein Gebiss drin. Das kann man aber auch theoretisch eigentlich wechseln. So einen Anhänger habe ich mir noch dazu gekauft. Der hat hier oben Plüsch, hier unten Plüsch. Ein Glitzerstirnriemen. Ja, gehört zu einer meiner Lieblingstrensen. Kommen wir weiter mit meiner neuesten. Die habe ich selbst gemacht. Das ist eine englische, glaube ich, oder so. Also hier auf jeden Fall Nasenriemen mit Sperrriemen. Genau, da sind gerade die lilanen Zügel drin. Hier oben hat das so ein bisschen dickeres Band. Und hier ist gerade ein blauer Stirnriemen. Ein schwarzer Stirnriemen mit blauen Glitzer drin. Und so eine Schenkeltrense, ich glaube, die heißt so. Machen wir weiter mit einer gekauften Trense. Die passt tatsächlich nur Winnie und Ori, weil sie einfach sehr klein ist, was man hier, glaube ich, sieht. Aber ich mag sie trotzdem. Sie ist einfach so schwarz so ein bisschen mit Rot und Plüsch. Die Zügel waren dabei. Und genau, viel gibt es dazu eigentlich nicht so wirklich zu sagen. Kommen wir zu meiner Lieblingstrense. Das ist eine High Jump. Die habe ich selber gemacht. Da ist gerade dieser Stirnriemen hier drin. Den mag ich auch total.
Und hier meine Regenbogenzügel. Und das hat hier auch so eine Aussparung. Das ist die gleiche Form, nur ich habe hier einfach ein anderes Muster reingemacht. Vielleicht werde ich euch bei jeder Trense auch nochmal oben Bild angezogen zeigen, aber ich glaube, das wird sich nicht bei jeder Trense ausgehen, weil ich nicht so viele Bilder habe, aber vielleicht geht es sich bei manchen Trensen aus. Und was ich noch habe, ist dieser Hocker, wo man die Hobbyhorses so reinstecken kann, ist für Turniere oder so ganz praktisch. Genau. Das war's. Wenn ihr noch weitere Videowünsche habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Tschüss!